Wir sind im Herzen von Wien hier, direkt neben der Albertina und direkt vor der Oper hier da hinten mit einem richtig stadtkonformen Auto hier rechts mit dem neuen, ja, relativ neuen VW Amarok. Aber was neu ist, ist sein Motor und deswegen haben wir dieses Auto auch bei uns in der Redaktion. Sein 252 PS starker oder 190 kW starker Motor hier unter der Haube. 3 Liter V6 Motor. Alle Amarok-Fahrzeuge haben ja einen V6 Motor, aber natürlich in unterschiedlichen Leistungsstufen. Und das ist die Top-Version momentan, sogar mit Overboost auf 272 PS. Der Motor kommt aus dem Audi-Regal und Volkswagen Nutzfahrzeuge hat ihn sich zu eigen gemacht. Ja, und das Auto besprechen wir ganz kurz. Das Auto besprechen wir hinsichtlich seiner Offroad-Eigenschaften noch in diesem Video hier. Hier ganz kurz an der Seite noch, weil das Auto nicht neu ist, aber wir hatten das ja auch schon im Oman zum Beispiel im Vergleich und haben auch schon hinten drin geschlafen. Das alles ist nochmal in der Verlinkung hier. Haben wir hier an der Seite, wenn die Kamera mal das einfangen kann, an der Seite hier noch 18 Zoll Felgen. Das sind Offroad Felgen, normalerweise in der Aventura Version oder für den Amarok gibt es noch etwas größere Felgen, die noch ein bisschen live-seitiger aussehen, aber in diesem Fall haben wir hier ein sehr basis ausgestattetes Fahrzeug. Ja, an der Seite hier nur ganz schnell für das Intro. Dann begeben wir uns auch in die Einzelbesprechung. Haben wir noch einen Hardtop hier oben drauf, um einfach Sachen zu verstauen, weil das Auto ist natürlich als Lastenesel, als Packesel auch richtig gut. Und hier hinten, da kann man mal gucken, da haben wir das gesamte Abteil. Deswegen kann man es auch nicht so richtig gut aufmachen hier, weil ich hier nichts rausräumen will und kann. Das ganze Abteil mit Kontrabass, Schlagzeug und Koffern vollgeladen. Da passt schon eine Menge rein. Und was das Besondere ist an diesem Pickup hier, da in dieser Breite, die Breite zwischen den einzelnen Radhäusern ist so breit, dass auch eine Europalette reinpasst. Und man kann hier, das werden wir noch zeigen, ich will es hier nicht aufmachen, weil sonst fällt alles raus, hier auch verschiedene Beschichtungen anwählen und verschiedene Verzuösen und verschiedene Kombinationen einfach, wie man das Abteil hier hinten sichert und schützt, kann man alles bestellen. Ja, und das alles, das sehen Sie jetzt im Folgenden. So, und da Wien natürlich nicht das perfekteste Pflaster ist für dieses Auto hier hinter mir, für den Amarok V6 mit dem 272 mit Boost-Funktion Turbomotor, 3 Liter, haben wir uns das richtige Terrain ausgesucht hier, nämlich den Steinbruch hier in der Nähe von Reutlingen. Und da stehen wir jetzt gerade mit diesem Saurier hier hinter mir. Der kann richtig was, haben ihn noch nicht wirklich Offroad hier gefahren, außer an den Reifen, die hier paniert sind, sieht man, dass hier wirklich alles lehmig ist. Aber da unten, was man ja gerade auch schon gesehen hat, da geht es richtig zur Sache und auch da dahinter, da kann man noch einiges ausprobieren, was dieses Auto kann. Ja, kurz zu den Basisfakten hier. Das ist schon, wie eingangs gesagt, die größte Motorisierung. Der 3 Liter V6 Motor mit 252 PS, Boost-Funktion 272 PS, kommt aus dem Audi-Regal, habe ich auch schon gesagt, und hat richtig viel Power. 580 Newtonmeter sind es, 8,0 Sekunden von 0 auf 100. Auf der Autobahn, da geht es laut offizieller Angabe bis 196 km/h. Wir sind aber tatsächlich auch voll beladen mit Musikinstrumenten über 200 gefahren. Das ist ein richtig angenehmes Fahren. Leider haben wir hier kein Adaptivfahrwerk drin. Wir haben hier einige Optionen sowieso nicht drin, damit dieses Auto hier auch für unsere Vergleichsseite, für die Pickup-Vergleichsseite, die auch nochmal verlinkt ist, hier auch noch konkurrenzfähig bleibt, weil wir wissen ja alle, der Amarok ist nicht das günstigste Auto. Hier, wie er hier steht, da kostet er so ungefähr 60.000, 65.000. Im Grundpreis liegen wir bei, ja, Ende 40, Anfang 50.000 Euro. Ja, zu den Basisfakten jetzt auch hier nochmal richtig spannend. Das vergisst man immer leicht. Wir haben hier ein Steigungsgradzahl von 45 Grad. Das entspricht 100%. Ein Kippwinkel von 50 Grad. Das ist richtig krass, wenn man das Bild sieht. Dann sieht es richtig, richtig krass aus. Dann denkt man immer, das Auto würde kippen, aber das kann der. Das fahren wir hier nicht, traue ich mich auch nicht ganz, aber geht hier, glaube ich, auch nicht. Die Wände sind tatsächlich zu steil hier, aber er kann es auf jeden Fall, 50 Grad. Ja, der Rampenwinkel 20,1 Grad, das heißt, wenn er hochfährt und dann wieder auf die ebene Fläche geht, dann ist das auch gewährleistet, dass man hier ordentlich, das können wir da hinten nochmal ausprobieren, ordentlich Offroad-Fähigkeiten hat. Ja, nochmal hier an die Front. Jetzt zum Design ganz kurz, aber das Auto ist ja schon etwas älter oder schon etwas länger auf dem Markt, nicht älter, aber schaut immer noch frisch aus. Im Oman habe ich das ja auch schon erklärt und alles gezeigt, aber an dem Basis-Amarok. Nicht mit dem 252 PS und auch nicht eine Highline. Jetzt haben wir hier Highline. Wir haben hier Bi-Xenon-Scheinwerfer verbaut, keine Voll-LED-Scheinwerfer. Nutzfahrzeuge ist ja immer ein bisschen hinter der Serie. Deswegen haben wir hier noch
Bixenon-Scheinwerfer reicht aber für Steinbruch und so sind trotzdem verdammt hell und wir haben hier auch adaptive Leuchtweitenregulierung und adaptives Fernlicht. Ja, hier unten ein bisschen Chrom, ein bisschen ausladende Elemente, aber an sich ein sehr, sehr harmonisches und breites Design hier mit diesen Kotflügelverbreiterungen an der Seite. Sieht wirklich richtig schön aus. Ja, jetzt gehen wir mal an die Seite, wobei bevor wir an die Seite gehen, mache ich noch mal schnell den Motordeckel auf, damit wir noch mal schnell reinschauen können, wie das denn auch hier aussieht. Sieht man nicht wahnsinnig viel, bisschen unspektakulär, aber hier auf jeden Fall V6 Schriftzug, ganz genauso wie im Kühlergrill hier vorne drin. Das passt alles, ist eben der große Motor und der Bauraum hier, der ist relativ gut ausgefüllt, muss man nichts weiter nochmal erklären. Ja, hier an der Seite panierte Räder. Wir haben hier 18 Zoll Felgen, die sind serienmäßig hier in der Highline. 19 Zoll Felgen sind nochmal optional, aber natürlich Offroad-Bereich muss man keine großen Felgen haben. Sieht ein bisschen besser aus, aber braucht man hier nicht wirklich. Das passt auch alles. Die sehen trotzdem gut aus und sind noch gleichermaßen robust. Wichtig auch große Außenspiegel hier und optional gibt es eine Dachreling. Die haben wir hier nicht drauf, aber die gäbe es hier bei diesem Fahrzeug auch noch. Ja, ansonsten an der Seite muss ich, glaube ich, nicht wahnsinnig viel erklären. Hier hinten ist das Allerwichtigste, das Hardtop. Da haben wir uns extra dafür entschieden, weil wir natürlich auch viel transportieren mussten und hier viel räumen mussten. Und die Sachen sollten natürlich auch wetterfest sein. Deswegen haben wir hier einen Hardtop. Das können wir mal kurz zeigen. Man macht hier hinten ganz normal die Ladeklappe auf. Übrigens hier noch zur Ladefläche ist ganz wichtig zu sagen, diese Beschichtung, die hier drauf ist, die ist optional, kostet etwas über 1000 Euro, ist UV-beständig, rutschfest und nochmal richtig robust. Normalerweise ist das hier ausgekleidet mit ganz normalem Stahl. Die gibt es optional dazu, wird in Hannover eingebaut, dauert 2 bis 4 Wochen nochmal länger, je nach Auslastung der Produktion, dass man dann sein Auto, sein neu bestelltes Auto bekommt. Ja, und das Hardtop hier oben, das hat auch eine Heckscheibenheizung hier, ist aber trotzdem separat, kostet 4000 Euro und kommt von einem Zulieferer. Und da es separat ist, hat man hier auch separate Schlüssel, separate Schlösser. Da oben ist ein anderes Schloss, als wenn man hier aufschließt. Das heißt, man braucht 2 Schlüssel und muss 2-mal hier quasi ab- und aufschließen. Das ist ein bisschen umständlich, aber wenn man das die ganze Zeit auf- und zuschließt, dann dauert es halt 2 Sekunden länger. Ja, die Ladefläche ist hier tatsächlich die einzige Ladefläche, die eine Europalette verschlingen kann. 1,22 Meter ist sie breit. Und die Ladelänge hier bei der Doppelkabine, Amarok gibt es ja nur als Doppelkabine, ist 1,55 Meter. Da passt schon einiges hin. Diese Ladefläche hier kann man natürlich auch verlängern durch die Klappe hier hinten. Die ist mit 200 Kilogramm belastbar. Das haben auch alle anderen Pickups. Die sind mindestens auch mit 200 Kilogramm belastbar. Anhängelast, wenn wir da schon dabei sind, wenn hier eine Anhängekupplung dann montiert wird, die ist auch natürlich optional, hat man bei dieser Top-Motorisierung mit dem 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, ist ja eigentlich immer der Fall, bis auf die ganz kleinen motorisierten Varianten des Amarok, 3,3 Tonnen Zuglast. Bei den normalen V6-Motoren bis 204 PS hat man dann bis auf die allerkleinste 3 Tonnen Zuglast. Ne, die allerkleinste sogar auch, alle 3 Tonnen Zuglast. Also da kann man schon ordentlich was anhängen. Wobei man auch sagen muss, Geländewagen, andere Geländewagen, zum Beispiel Cayenne oder Touareg, haben dann doch 3,5 Tonnen Zuglast. Das ist dann auch ein bisschen mehr als hier beim Amarok. Hängt natürlich mit der Gesamtmasse dann zusammen. Ja, hier hat man dann die Option, wenn nochmal die Kamera das einfangen kann, entweder wenn man das Hardtop hier für die 4000 Euro nimmt, dann hat man die Option nicht mehr auf die Schienen, auf das Schienensystem tatsächlich, aber man kann ja natürlich eine ebene Laderaumabdeckung auch noch wählen. Man kann hier tatsächlich dann noch einmal eine Schiebelösung wählen. Man kann hier noch verschiedene Aufbauten wählen. Das ist alles durch Volkswagen Nutzfahrzeuge Zubehör abgedeckt. Wir haben in diesem Fall hier das Hardtop und man kann hier auch die Fensterscheiben an den Seiten aufmachen, was ein bisschen blöd ist. Ich möchte jetzt hier ungern eigentlich reintettern, weil meine Schuhe so dreckig sind hier durch den Lehm. Da hinten haben wir noch eine Durchlade. Die ist aber tatsächlich ein bisschen komisch, ein bisschen blöd, weil man kann die da hinten zwar aufmachen, aber die Durchlade nach in den Fahrgastraum, in die Fahrgastzelle, die Scheibe hinten, kann man weder runterlassen noch öffnen. Das heißt, die bräuchte man theoretisch nicht. Und ich frage mich tatsächlich auch, warum man hier hinten dann noch diese Durchlade macht. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch eine Beleuchtung hier hinten. Wenn man das Hardtop hat, dann sitzt die Beleuchtung hier am Ende. Da unten drunter, die kann man separat auch nochmal anschalten mit dem Schalter hier an der Seite. An- und ausmachen.
Oder man hat, wenn man das Hardtop nicht hat und die Ladefläche offen hat, nochmal eine dritte Bremsleuchte da oben integriert, die ist auch optional, plus auch eine LED-Beleuchtung, die dann zur Ladeflächenbeleuchtung auch beiträgt. So, im Amarok ist natürlich wieder typisch Amarok, was man hier spürt und fühlt, denn man sitzt natürlich offensichtlich hoch und man sitzt wie in einem normalen Volkswagen PKW, zumindest fühlt man sich so von der Qualitätsanmutung, von dem Anspruch einfach, den auch Volkswagen Nutzfahrzeuge hier in seine Nutzfahrzeuge, in seine Amaroks und wie sie alle heißen, VW Bus T6 ja sowieso, T6.1, aber auch in seine schweren oder leichten Nutzfahrzeuge steckt. Das hat man ja beim Crafter tatsächlich auch gemerkt. Ja, und das ist auch dieser Premium-Anspruch, den tatsächlich Volkswagen und Mercedes für sich einnehmen. Die X-Klasse ist ja quasi einer der wenigen oder der einzige Pickup sogar, der auf der gleichen, im gleichen Segment wie der Amarok fährt. Und alle anderen sind dann tatsächlich wie Hilux und Nissan Navara oder Alaskan, ist ja baugleich mit der X-Klasse, sind dann auch eine Stufe darunter. Ja, wir haben hier leider kein Adaptivfahrwerk verbaut. Das habe ich eingangs schon gesagt. Das ist darin begründet, dass der nach wie vor auch noch vergleichsgetreu bleiben muss mit seinen weiteren Fahrzeugen, die wir hier in dieser, auf unserer Vergleichsplattform haben. Aber trotzdem kommt er recht gut damit zurecht. Das Fahrwerk ist nicht zu hart. Normalerweise hat man ja bei Pickups immer, vor allem hinten mit Blattfedern, die eine höhere Nutzlast haben, immer den das Gefühl, dass man da tatsächlich, ah ja, ich drehe mal kurz um, das Gefühl, dass man hier auf einem bockelharten Fahrzeug sitzt oder in einem bockelharten Fahrzeug, weil diese Autos ja auch darauf ausgerichtet sind, dass sie hohe Nutzlasten tragen müssen und dann immer noch gut abfedern und komfortabel abfedern müssen. Und das ist beim Amarok nicht ganz so der Fall. Der ist immer noch komfortabel, auch wenn er nicht voll beladen ist, auch wenn er leer ist, so wie jetzt. Und springt nicht wie irre und das ist sehr angenehm, auch hier im Steinbruch damit dann umherzufahren. Wir werden noch deutlich krassere Steigungen natürlich hier haben, werde ich gleich hinfahren. Aber jetzt erstmal das Allgemeine, wenn man so durch Pfützen fährt, man kann auch relativ flott fahren und man spürt eigentlich auch relativ wenig, außer so ein ganz bisschen, das natürlich im Sitz, aber die AGR-Komfortsitze, Ergo-Komfortsitze, die federn das richtig gut ab und auch hier bei diesen Kurven möchte man schon auch gehalten werden und die Sitze tun das auch. Man sitzt schön darin und kann hier relativ entspannt, ohne dass man seinen gesamten Körper anspannt, auch hier dieses leichte, ganz leichte Offroad fahren. Ja, und Power ist natürlich auch da. Man kann hier auch ordentlich Gas geben. Die 8-Gang-Automatik, die wandelt das relativ zügig um, obwohl sie vom Ansprechverhalten natürlich typisch Wandler relativ gegenüber einem Doppelkupplungsgetriebe, was man natürlich hier nicht verbaut, relativ zäh und ziehig ist. Man hat so einen ganz leichten Gummiseil-Gummiband-Effekt hier. Aber das ist ganz normal. Das ist für das schwere Offroad natürlich die deutlich bessere Alternative, weil man da Drehmomente viel, viel besser verteilen kann und natürlich auch mit dem Allradantrieb hier, Volkswagen eigenen 4Motion-Allradantrieb, harmoniert dieses System, dieser 8-Gang deutlich besser. Und der erste Gang ist fürs Anfahren an steilen Hängen extra geeignet. Das werden wir gleich noch machen. Extra auch abgestimmt. Und der achte ist natürlich für die Energieeffizienz auf Langstrecken, auf Autobahnen und so, damit man da auch einen ordentlichen Verbrauch hat. Ja, jetzt haben wir hier den ersten steilen Hang, den wir mal runterfahren. Das sind wahrscheinlich so schätzungsweise 35 Grad. Der Amarok kann ja bis zu 45 Grad. Einen steilen Hang haben wir nicht. Wir haben hier die Offroad-Taste und dann kann der Amarok hier auch, ohne dass ich an der Bremse was mache, selbstständig abbremsen und selbstständig den Hang runterfahren. Dann muss ich nur noch lenken. Wenn mir das zu langsam geht, was aktuell nicht geht, weil die Geschwindigkeit ist ganz gut, kann ich auch mit dem Gaspedal noch variieren und noch etwas beschleunigen, auch am steilen Hang. Ja, das war schon. Es war relativ unspektakulär, auch wenn es sich im ersten Moment immer etwas steiler anfühlt, als tatsächlich ist vom Empfinden. Aber diese Hänge sind hier absolut gar kein Problem. Die schafft der Amarok tatsächlich echt mit links. Man muss nur aufpassen, dass man nirgendwo aufsetzt, hier bei Steinen, die rausstehen oder so. Wir haben zwar eine Unterbodenschutz vorne, der da aus Edelstahl dran ist. Jetzt muss man hier aufpassen mit Lehm, damit man nicht einsinkt, nicht stecken bleibt, zügiger durchfahren. Genau, ist aber auch gar kein Problem. Und das Gleiche machen wir jetzt auch nochmal umgekehrt.
Ich nehme das Offroad mal wieder raus, weil wir jetzt den Hang hochfahren. Man könnte es auch drin lassen, aber manchmal bremst es dann etwas unangenehm ab. Jetzt können wir auch mit dem Winkel auch schon ganz entspannt durch dieses Lehmloch fahren und relativ zügig da, damit wir nicht einsinken. Jetzt arbeitet er ein bisschen, der Allradantrieb. Wir können auch die Hinterachse noch zusätzlich sperren, die Vorderachse nicht, weil das wird alles elektrisch gemacht, elektronisch geregelt. Aber die Hinterachse könnte man theoretisch sperren, muss man hier aber überhaupt nicht machen. Wir haben hier auch keine Untersetzung, auch das ist optional beim Amarok. Braucht man hier auch bei diesen Sachen nicht und bei diesem Fahrzeug, bei diesen Steigungen auch nicht. Jetzt sieht man diese Steigung tatsächlich hier, das ist, sieht schon spektakulär aus, aber ganz ohne Probleme und ganz, ganz kinderleicht fährt er hier diese Steigung hoch und man kann hier wieder ganz normal weiterfahren. Okay, das war ein leichtes Schlagloch. Ja, also absolut entspannt. Jetzt sagen natürlich manche wieder, okay, das könnte man auch mit dem Passat fahren. Kann man nicht mit dem Passat Alltrack. Ich glaube, diese Steigung schafft er dann doch nicht ganz, weil Rampenwinkel und Böschungswinkel eben nicht dafür ausgelegt sind, hier mit dem Passat Alltrack zu fahren. Da braucht man dann schon ein schwereres Nutzfahrzeug. Aber ein Tiguan zum Beispiel könnte diese Steigung auch fahren. Aber trotzdem geht es hier darum, mit diesem Fahrzeug auch in solche Schwerlastbereiche reinzufahren, wie in so einen Steinbruch. Und das ist absolut mit diesem Fahrzeug kein Problem. Angenehmer wäre es jetzt natürlich auch, gerade mit dem Schlagloch noch, wenn man hier ein Adaptivfahrwerk hätte, verbaut hätte. Das kostet 2.500 bis 3.000 Euro. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das hatten wir im Oman. Also ich nicht die ganze Zeit, weil ich die Basisausstattung des Amarok hatte, aber meine Kollegen hatten das Fahrzeug dann im Oman die ganze Zeit. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch bei solchen Fahrten hier, wenn man hier etwas schneller, etwas rascher fahren möchte auf etwas gerölllastigen Straßen, dann ist ein Adaptivfahrwerk natürlich auch deutlich angenehmer. Dann wird man nicht die ganze Zeit so durchgeschüttelt. Auch in solchen Pützen zum Beispiel, dass man das dann noch ein bisschen weniger merkt. Aber der Amarok ist stabil, passt alles und gefällt mir tatsächlich richtig gut. Jetzt schauen wir noch, wie er auf der ganz normalen Straße, auf der ganz normalen Landstraße fährt. So, Offroad ist auf jeden Fall kein Thema und jetzt ist noch eine kurze Sache offen, das ganz normale Landstraßenverhalten und das machen wir jetzt noch ganz schnell, dass man da noch sehen kann, ist ja kein wahnsinnig schnell fahrendes oder dynamisch fahrendes Fahrzeug, aber es ist auch bei so einem Fahrzeug wichtig natürlich, dass es auf normalen Straßen ebenso ordentlich, ebenso ausgewogen fährt wie im richtigen Gelände. Man merkt schon, das ist alles relativ weich und die Lenkung ist hier keine Progressivlenkung. Das heißt, für Offroad richtig gut, tatsächlich aber für die Landstraße nicht optimal. Ups, da draußen. Aber auch bei der Topmotorisierung merkt man gerade, das Aggregat kann auf jeden Fall diesen 3-Tonner nach oben, oh, jetzt spüren wir die Eigenvibration die ganze Zeit von dem ganzen Dreck, von dem ganzen Schlamm. Kann diesen 3-Tonner auf jeden Fall, oder knapp 3-Tonner, es wiegt 2,6, 2,7 Tonnen, auf jeden Fall richtig gut beschleunigen. Man fühlt sich auf jeden Fall nicht untermotorisiert hier. Ausgewogen auf der Landstraße jetzt neben diesen Schwingungen von diesem ganzen Schlamm und so, der jetzt gerade in den ganzen Felgen, im ganzen Felgenbett hängt, kann man natürlich jetzt nicht so gut beurteilen. Und was man nicht denkt tatsächlich, mit diesem Fahrzeug kann man echt sportlich, relativ sportlich unterwegs sein. Also mehr oder weniger sportlich, aber er fährt sich trotz fehlender Progressivlenkung relativ präzise. Zumindest präziser als Alaskan und Hilux, die hier doch nicht so dieses Fahrverhalten vermittelt haben wie der Amarok hier. Und was ich schon eingangs gesagt hatte, im Steinbruch, fahrwerksmäßig ist der hier am richtig angenehmsten. Da merkt man deutliche Unterschiede zwischen dieser Abstimmung, der Fahrwerksabstimmung vom Amarok und von den anderen Pickups. Denn hier ist es deutlich angenehmer als mit den Konkurrenzprodukten. So, und jetzt hier auch die relativ
steile, enge Kurve. Seitenneigung spürt man natürlich, da haben wir kein Luftfahrwerk, was diesen Seitenneigung oder keine Komponenten oder Aggregate, die diese Seitenneigung aufheben. Das gibt es nur bei Touareg, bei der Serie, also bei der Marke, Volkswagen-Marke, aber hier nicht. Und dann ist es schon so ein bisschen ein Getrage durch diese ganzen Kurven. Man merkt die Masse, die da nach außen drückt, aber so ist nun mal beim Pickup. Das hat auch ein relativ, dieser Amarok, einen relativ hohen Schwerpunkt. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.